braucht ihr noch eine, sondern halber sieben. Gell? So, und jetzt machen wir den Titel. Hier ist schon wieder der letzte. Gell? Drei dürfen wir heute nur. Wir sind immer so schnell. Das ist ein Wahnsinn. Muss ich mir reden. Ja? So, meine Damen und Herren, also für die Steirische Krebshilfe freut es uns, dass wir heute dabei sein dürfen. Wir waren ja voriges Jahr auch schon dabei. Dank unserem Herrn Wolfgang Koenig, der da hinten steht. Wenn die Shopping Nord irgendwas macht, ja, so Aktivitäten mit Künstlern, ich glaube, dann ist es für die Heike und ihr ganzes Team und auch für unseren Wolfgang Koenig, der das dann ausführt, was sich die Heike und der Wolfi so ausreden und ausdenken, dass ihr dann, wie immer, Freitagnachmittag buntes Programm habt. Ich glaube, dann ist es auch im Bunde oder für die Steirische Krebshilfe mal ein Riesenapplaus wert. So kommen wir eigentlich Riesenapplaus und kein Beifall, aber was nichts machen bei den Temperaturen, gell? Bei minus 15 Grad. Ist schon schwer, gell, dass die Brigitte die Hosen. Ja, fast wieder heim, ja. Mit der Arm hätte ich ja Heizung. So, wir gehen an. Der letzte Titel wieder von uns drei Alpen jetzt ist. Wir sagen Dankeschön, dass wir hier dabei sein durften und jetzt gehen wir es an. Wir gehen heute den Horn vor. Jawohl, auf geht's. So, jetzt packen wir alle die Hände außer. Die Herren können aufhören mit dem. Ja, sehr schön. Tosche Bilder spielen. Auf geht's, packen wir. Wir sind im Stand und wir ziehen los ins Wochenende. Ab in den Stadel, ab in die Nacht. Heute wird mal wieder richtig durchgemacht. Alle feiern, der Stadel kocht. Musik, die macht Party die ganze Nacht. Wir trinken ein Bier. Wir trinken am Wein, Freitag, Samstag, Sonntag gehen wir nicht heim. Jetzt kommen wir auf Sieben, halber Sieben, wir gehen heim mit Horn vor halber Sieben. Wir gehen nicht Horn, wir gehen nicht Horn. Wir gingen mit Horn, wir gingen mit Horn, wir gingen heim mit Horn vor halber Sieben. Jawohl, jetzt bringen wir Radio Pizza! Die Spendenbox, die geht herum und apropos herumgehen, ich gehe dann auch gleich herum
und frage mal, wie es euch so geht. Und jetzt kommt ein Mann auf die Bühne, der hat sich gedacht, naja, wenn die Clara heute in Pink ist, gehe ich auch einmal ausnahmsweise in Pink.